Nach der VW-Abgasaffäre hat die deutsche Autoindustrie jetzt einen neuen Skandal. Mercedes hat Werbung mit einem Schwarzen. Mercedes hat einen neuen Werbespot rausgehauen und bevor ich euch Ausschnitte davon zeige, seid gewarnt. Der Werbefilm ist schlichtweg ekelerregend, abartig, arbeitsfrauen- und weißenfeindlich. Das Establishment hat uns weiße Menschen aufgegeben. Oh mein Gott, was ist passiert? Fragt Akif Birinci. Der wegen Volkswälzung und Beleidigung verurteilte Schriftsteller nennt Flüchtlinge Invasoren, beschwert sich über grün linksversiffte Medienfritzen und laut ihm ist Deutschland einfach ein viel zu toleranter Scheißstaat, in dem man oft mal vergessen hätte, dass Frauen an den Herd gehören. Er ist quasi so ein wandelndes Wutbürger-Bullshit-Bingo auf zwei Beinen. Und er hat den Mercedes-Skandal auf seiner Facebook-Seite öffentlich gemacht. Zur neuen Werbung empört er sich. Kann mir jemand erklären, welcher Vollidiot in einer Vollidioten-Werbeagentur sich diesen Spot ausgedacht hat? Das Problem offenbar? Ein junger schwarzer Mann im Kapuzenpulli als Werbefigur für die deutsche Traditionsmarke Mercedes-Benz. Also wie weit ist es eigentlich schon gekommen in diesem Land? An welches Zielpublikum soll die Botschaft gerichtet sein? An Drogendealer? An Flüchtlinge? Ja, also wer soll ich denn bitte schön sonst von einem schwarzen Kapuzenpulli angesprochen fühlen? Also was mutet man den deutschen Zuschauern eigentlich zu? Sollen die sich mit einem Schwarzen, mit einem Lolli im Mund und dem typischen Hartz-IV-Look identifizieren? Okay, Punkt 1. Im gesamten Werbespot kommt kein einziger Lolli vor. Also sorry Akif, keine Lollis. Wobei es schon bemerkenswert ist, wie Akif Birinci sich in seinen Büchern über die große Verschwulung aufregt und gleichzeitig beim Anblick eines jungen schwarzen Mannes offenbar unterbewusst automatisch an etwas zum Lutschen denkt. Aber was wichtiger ist, ist, dass Akif Birinci mit seiner Empörung über den Mercedes-Spot nicht alleine ist. Auf einem Blog, der seinen Beitrag teilte, schreibt etwa ein Nutzer: Der Mercedes-Spot ist für Autodiebe, Drogenkonsumenten und Dealer, Schläger, streitsüchtige Brüllaffen, Gammler, Tagediebe, Schmarotzer und Nichtsnutze gemacht. Und besonders für Neger, die eine Weiße, am besten Blondine, heiraten oder vergewaltigen und Mulatten zeugen sollen. Ja, ja, ja. Also die Zielgruppentafel beim großen Mercedes-Werbemeeting hätte ich gern mal gesehen. Also hier haben wir das konservativ etablierte Milieu, hier die bürgerliche Mitte und hier haben wir Neger, die eine Weiße, am besten Blondine, heiraten oder vergewaltigen und Mulatten zeugen sollen. Genau so muss es abgelaufen sein, denn das kann doch alles kein Zufall mehr sein. Das ist die schleichende Afrikanisierung Deutschlands. In jedem Aldi, Lidl oder Kickbusbeck gibt es doch schon den Standardneger. Kotz! Mir fällt seit langem auf, dass immer mehr Werbung mit Schwarzen gemacht wird. Es wird versucht, uns in Verbindung mit Schwarzen ein positives Lebensgefühl zu vermitteln. Man will uns abstumpfen. Oh ja, man will die Leute abstumpfen. Also den Deutschen soll ernsthaft weiß gemacht werden, dass schwarze Menschen arbeiten gehen würden oder irgendwas leisten. Ich meine, was für ein Unsinn, der Mann ist schwarz. Das heißt, entweder ist der Neger Zuhälter oder Drogendealer. Sonst könnte der sich niemals so einen fetten Benz leisten. Sowas sieht doch jeder ordentliche Deutsche, wie die Lügenmedien hier irgendeinen der hergelaufenen Schwarzen als Benzfahrer verkaufen möchten. Und jetzt gibt es nur ein Problem. Das ist A$AP Rocky, ein US-amerikanischer Musiker. Zweimal für den Grammy nominiert, sechsmal für den World Music Award, unter anderem als bester männlicher Künstler der Welt. Er besitzt über 30 Firmen, hat Kooperationen mit Guess und Dior und allein 2016 laut Forbes über 14 Millionen Dollar verdient. Oder wie deutsche Patrioten es zusammenfassen, er ist ein mittelloser Hippie-Neger. Jetzt fände ich es generell schön, wenn die Online-Patrioten sich mal entscheiden könnten, ob Schwarze alle mittellos sind oder aber reiche Drogenzuhälter. Das ändert sich bei ihnen ja je nach Situation, wie sie es gerade brauchen. Aber offenbar hat dieser schwarze Mann im Kapuzenpulli in seinen jungen Lebensjahren schon mehr erreicht als die gesamte scheißrassistische Kommentarspalte auf diesem Blog. Und gerade wenn du denkst, noch lächerlicher geht es nicht, kommt so ein Statement. Noch schlimmer fand ich die Werbung für Kinderschokolade. Schoko, männlich und Milch, weiblich sind da zusammen. Wieder die rassistische Sicht mit billigen weißen Frauen. Meine Fresse, was für Komplexe kann man eigentlich haben? Also es ist ein animierter 3D-Kinderriegel und ein Glas Milch. Also Schokolade ist braun und Milch ist weiß. Wer in dieser Schokoladenwerbung ernsthaft eine brutale Botschaft für die Auslöschung des deutschen Volkes oder der weißen Rasse erkennt oder wer der Auffassung ist, dass eine weiße Frau automatisch billig ist, wenn sie sich mit einem Schwarzen abgibt, der ist für mich kein besonders toller Patriot oder Verteidiger des Vaterlandes, sondern ein schlichter Übertreter.
angeblicher Rassist. Ich meine, da kann ein weltberühmter Multimillionär genau vor eurer Nase sein und alles, was ihr seht, ist die Hautfarbe. So schwarz. Der kann noch kein Benz fahren. So, es macht mich immer wieder fertig und ich kann es kaum glauben, wenn ich solche Kommentare lese. Aber andererseits, was kann man schon von Leuten erwarten, die sich sogar von Schokoriegelwerbung für Kinder bedroht fühlen?